Aber Herr General, wo darf es denn heute hingehen? Heute erkunden wir mal das Umfeld vom Kloster Himmelrot. Sehr gerne, General. Damit ich weiß, wo ich heute Abend laufen kann. Sind Sie als General eigentlich lieber Fahrer oder Beifahrer? Wie sieht es bei Ihnen aus? Das ist eine interessante Fragestellung. Meine Frau wirft mir schon vor, seitdem ich in Führungsverbindung bin, bin ich ein schlechter Beifahrer und steige automatisch immer hinten rechts ein. Das tue ich nicht, weil ich Kommandeur bin, sondern weil ich hinten dann besser arbeiten kann. Und ich werde zunehmend nicht mehr zu Hause an Steuer gelassen. Also ich bin ein guter Mitfahrer. Für das Kerngeschäft des Soldaten ist ja das Kämpfen. Ist das den jungen Soldatinnen und Soldaten, die ja eigentlich in einer heilen Welt aufwachsen, überhaupt noch bewusst, was der Soldatenberuf mit sich bringt? Was sind da so Ihre Erfahrungen? Haben die das auf der Antenne? Der Soldat in seiner Kernprofession, und da gibt es keine zwei Meinungen, muss sich messen lassen am scharfen Ende unseres Berufes. Die Kugel oder das AED oder das Gefecht, das Artilleriegeschoss macht keinen Unterschied zwischen Divisionskommandeur und Ihnen als Kraftfahrer oder dem Infanteriesoldaten oder dem Fernmelder, der einen Gefechtsstand führt oder dem Versorger, der Nachschub organisiert. Die Tatsache führt dazu, dass alle Soldaten, solange sie im Sold stehen, ihre Einsatz- und Kriegstauglichkeit, natürlich sicherlich alters- und ebenengerecht, aber abliefern müssen. Da können wir besser werden. Sie hatten es gerade schon angesprochen, im Einsatz haben Sie ja selbst einen Anschlag erlebt. Hat Sie das verändert? Denken oder blicken Sie anders auf das Leben? Reflektieren Sie anders? Eine andere Selbstreflexion? Verändert selbstverständlich das eigene Leben und auch das Bewusstsein zum Leben und die Dankbarkeit leben zu können. Und ich kann verstehen, dass junge Männer und Frauen dadurch so belegt werden, dass sie diese Erlebnisse nicht mehr loswerden können. Ich habe erlebt, dass am Ende die exzellente Ausbildung, die wir haben, auch Leben rettet, wenn sie das Glück des Moments haben, im ersten Schlag nicht getroffen zu werden. Und ich habe aber auch erlebt, dass ein Oberst genauso gefechtstauglich sein muss wie ein Oberstabsgefreiter, wenn es darum geht, seine eigene Waffe zur Wirkung zu bringen. Da sind wir schon eigentlich beim nächsten Thema, weil nur im Team ist man ja stark. Muss man heute gerade auch in Führungsverantwortung ein Teamplayer sein oder ist es immer noch, wie früher vielleicht auch vielfach gesagt, ich sag, wo es lang geht und eure Meinung interessiert mich nicht? Ich denke, das, was Sie gerade dargestellt haben, ich sag, wo es lang geht, eure Meinung interessiert mich nicht, ist im Prinzip eine Begründung dafür, eine Entlassung auszusprechen. Weil derjenige, der mit dem Ansatz, mit der Vorstellung in Streitkräften, völlig egal auf welcher Ebene, zur Wirkung kommt, nicht verstanden hat, dass Streitkräfte nur über das Team funktionieren und nur über das Team Wirkung zeigen. Das Team in den Streitkräften ist das, was ja auch diesen Beruf so wahnsinnig attraktiv macht. Und ich versuche das meinen jungen Männern und Frauen immer zu erklären, die ja dann so einen Divisionskommandeur sehen und sagen, okay, der muss ja alles richtig gemacht haben und irgendwas muss der ganz besonders gut können, sonst wäre der ja nicht Divisionskommandeur. Dann sage ich ihnen meistens oder eigentlich immer, ich kann nichts besonders gut, aber ich glaube, ich bin ein ganz guter Teamplayer und ich hatte das große Glück, immer ein Team zu führen, Männer und Frauen, die am Ende aufgrund ihrer Teamleistung geliefert haben. Klar, das hat mit Anarchie nichts zu tun. Da muss man das Team führen, da muss man sich eingeben. Aber am Ende bin ich das Ergebnis einer Teamleistung. Und die Tatsache, dass ich jetzt Divisionskommandeur bin, ist damit sicherlich auch zum Teil mein Verdienst, aber im Wesentlichen ein Verdienst und eine Anerkennung der Teams, die ich führen durfte. Als Mensch macht man Fehler, als Soldat oder Soldatin natürlich auch. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, mit einer Fehlerkultur in den Streitkräften offen umzugehen? Manche trauen sich vielleicht manche Dinge gar nicht, weil sie sagen, ach, das könnte mir vielleicht einen Nachteil bringen oder in der Beurteilung oder ich könnte tatsächlich einen Fehler machen. Wie wichtig ist es auch mal, ich sag mal, zu scheitern, aber wieder aufzustehen und weiterzumachen? Wer sich an dieser Fehlervermeidungskultur, an der Risikovermeidungskultur,
an diesem Rauffaserdenken bloß nicht auffallen, wenn man mit der Hand über die Wand geht, damit ich möglichst fehlerfrei und unauffällig meinen Weg mache. Wer sich so versteht in unseren Streitkräften, wird bestätigt in der einen Weise, weil wir vielleicht in den vergangenen Jahren das befördert haben. Wird aber, und das sehe ich ganz optimistisch, das ist aufgefallen und das justieren wir gerade, wird aber nicht bestätigt durch die Anerkennung des Teams. Männer und Frauen wollen geführt werden. Das gilt für einen Divisionskommandeur, genauso vielleicht wie für Sie oder für die Infanteriegruppe. Und ich habe über Fehler mehr gelernt als über positive Erlebnisse. Herr General, wir haben immer ein, zwei, drei Zuschauer. Fragen. Ja, ich habe hier. Ja, in der. Genau. Hier, haben Sie schon erkundet? Habe ich schon erkundet. Würden Sie die beantworten? Also, ist Ihnen ein Fehler passiert, an den Sie heute mit einem Schmunzeln zurückdenken? Da gibt es sicherlich eine ganze Menge. Ich musste meine Kompanie, meine. Früher in Bergen sind wir beim Panzerschießen gewesen und dann rotierten quasi die Kompanien, als noch die Bergen voll belegt waren, gegen Abend oder morgens immer von einer Schießbahn zur anderen. Derselbe Hauptmann Holland sagte so: Oberleutnant, Sie führen von der Schießbahn 5 Alpha die Kompanie auf die Schießbahn 12 und machen jetzt mal Klasse, Marschbefehl und führen die Kompanie. Ich war relativ neu als Zugführer dort. Und der Zugführer Delta, der Hauptfeldwebel Bar, den setzte ich als schließenden Zug ein. Wir marschierten los und wie es kommen musste, war ja Bergen immer, dachte ich, ist ja ganz einfach, guck mal auf die Karte, fährst mal los. Da sind ja überall Hinweisschilder, wann es irgendwie links abgeht. Was ich vergessen hatte oder übersehen hatte, ist, es gibt einen Handgranatenwurfstand 12 und die Schießbahn 12. Und ich bog natürlich erstmal in das erste Schild ein und zog mit 14 Kampfpanzer Leopard 2 dann auf einer Apfelallee Kopfsteinpflaster Richtung Handgranatenwurfstand 12. Und dann hieß es nur noch vom letzten Fahrzeug, nachdem ich mir schon klar war, du bist hier falsch, Delta an alle, Kilo Bravo. Damit hatte er mir ganz kameradschaftlich mitgeteilt, dass der Oberleutnant mit großem Hurra falsch abgebogen ist und dass die Kiste Bier für die Panzerwache oder zu gegebener Zeit zu entrichten war. Und danach war der laufende Spruch dem Sandrat, dem müssen wir eine Karte 1:1 ausdrucken, damit er sie vor sich ausrollen kann und sich nicht weiter verfährt. Also das sind so die kleinen Dinge, die bereichern und aber einprägend waren. Was wäre denn die Frage Nummer 2? Wie können Vorgesetzte von ihren Untergebenen Dinge fordern, die sie selbst nicht schaffen? Stichwort Vorbild. Ich sage, grundsätzlich ist es in Ordnung, Aufträge zu geben, unter die sie vergeben, die sie selber nicht durchführen können, weil sie entweder die Fähigkeit nicht haben oder die Mittel nicht zur Verfügung haben. Deswegen setzen sie ja als militärischer Führer verantwortlich, ich sag mal, ihren Werkzeugkasten ein. Was aber auf gar keinen Fall geht, ist, die Lippenbekenntnisse, Kriegstauglichkeit, Einsatzbefähigung vor sich herzutragen, aber selber im eigenen Handeln und im eigenen Auftreten jedem darzustellen, der ist weder in der Lage, seine, ich sag mal, militärischen Grundfertigkeiten selber auszuführen, noch ist er durchhaltefähig, weil sein Body Mass Index eigentlich genau das Gegenteil von ihm abbildet, was er von seinen Männern und Frauen verlangt. Das ist eine dritte Frage. Ja, natürlich. Gibt es einen Schlüsselmoment, der Ihr Leben beflügelt hat? Ja, gibt zwei, die ich jetzt herausgreifen will. Einmal der Moment, als meine wunderbare Frau mir ihr Ja-Wort gegeben hat und wir eine großartige Familie gründen konnten, die es auch ermöglicht, und das schließt an die Frage, wie gehe ich mit der Verantwortung um? Das geht nur über Familie, das geht über den Beistand, den ich habe, über meine Frau,
die sicherlich in vielen Bereichen überhaupt erst ermöglicht hat, dass ich diesen Beruf so ausführen kann, gemeinsam mit unseren Kindern. Und das Zweite, Sie haben es auch schon angesprochen, sind die Männer und Frauen, die ich im Einsatz führen durfte, und die Tatsache, dass wir überlebt haben. Herr General, ich persönlich hätte jetzt noch eine Frage. Ja, sehr gerne. Was ist denn für Sie das Coole am Panzerfahren? Fahren Sie überhaupt noch mit den Panzern oder machen Sie das also alles? Also viel zu wenig. Ich sage, das ist die Königin, der Systeme. Das Coole am Panzerfahren ist, das ist vermutlich wie ein Landwirt, der so einen richtig fetten John Deere fährt. Man fühlt sich eben einfach schon überlegen. Und das System Kampfpanzer Leopard 2 ist schon in seiner Ganzheit, in seiner wirklichen Allround-Befähigung, das ist schon überzeugend. Das ist nicht nur der Sound of Freedom, das ist auch das Gefühl of Freedom. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja, klar. Haben Sie deswegen so ein Halstuch an? Weil wenn man oben rausguckt, da kriegt man immer einen kalten Hals. Also nein, sowas, deswegen habe ich das Halstuch nicht an. Ja. Da antworte ich auch ganz ehrlich. Ja? Dieses Tuch ist die zweite Hälfte des Schals, den ich im Anschlag in Afghanistan getragen habe. Und der quasi auch so ein bisschen als Talisman gilt. Und das zweite ist, meine Kehle zeige ich nur, wenn ich unterlegen bin. Herr General, ich bedanke mich sehr für gerne. Diese kurze Fahrt. Konnten Sie ein bisschen was für Ihre Joggingstrecke oder ist es ein bisschen doch zu matschig? Nein, es ist nicht matschig, ein bisschen kurz, aber nein, machen wir gerne und werde ich ausprobieren. Ich werde Ihnen sagen, wie sie gewesen ist. Ich richte mich an unsere Soldaten und Soldatinnen im vornehmlich der 1. Panzerdivision, aber selbstverständlich an alle Kameraden und Kameradinnen. Das ist immer wieder beeindruckend zu sehen, was sie leisten, insbesondere in diesen besonderen Zeiten unter Corona, unter den Auflagen. Ich bin stolz darauf, wie sie es schaffen, die Herausforderungen im Grundbetrieb, in der Ausbildung, im Einsatz, aber auch jetzt unter den besonderen Bedingungen des Corona-Einsatzes zu meistern. Sie finden Lösungen, sie sind verfügbar und sie sind ein klasse Botschafter unserer Profession, aber auch unseres Landes. Bleiben Sie gesund, machen Sie weiter so. Danke. Dankeschön, Herr General. Sehr gerne. Es war eine kurzweilige Fahrt. Ja, wir sind wohl nirgends falsch abgebogen, das ist schon mal gut. Das habe ich nicht gemerkt, weil ich ja nicht auf die Karte geguckt habe. Normalerweise war das immer. Aber die hätten wir jetzt dann nicht in 1:1 ausdrucken können, wie Sie ja, das haben. Ja, wahrscheinlich hätte ich mich noch mehr verfahren als Sie.